unsere guten Bramsegel helfen dabei. Wann ist die Fabrik fertig? In 2-3 Runden? In 4 Runden, okay. Hier ist auch Kopfsteinpflasterstraßen, ganz genau. Ebenfalls in Moskau, wie gesagt, Drillschule und großes Arsenal. Und auf dem Balkan haben wir ein Nachschublager. Das könnten wir schon aufrüsten zum Nachschubdepot. Lass ich erstmal bleiben. Das muss so auch reichen. Die kleine Festung könnte man vielleicht bauen. Das überlege ich mir für später nochmal. Aber jetzt bleibt es erstmal so, wie es jetzt ist. Rekrutierungsmöglichkeiten. Dragoner sind da neu hinzugekommen. Dann die 12-Finder Fußartillerie, die Grenadiere, wobei ich immer noch überlegen bin, ob ich flächendeckend die Grenadiere einsetze oder die Musketiere. Die sind jetzt leider etwas verzerrt hier durch diese Zahlen. Also die hätten normalerweise 10 bei Verteidigung und 6 bei Angriff. Die ist natürlich besser, aber es sind wenigstens auch 40 Mann weniger, ne? Also das ist immer so eine Frage. Dann haben wir eine Spezialeinheit bekommen, Moskauer Musketiere. Die haben jeweils 5 Punkte mehr bei Präzision und Nachladen als normale Musketiere und jeweils bei Nahkampfangriff, Angriffsbonus und Moral 1 Punkt mehr und bei Verteidigung sogar 2 Punkte mehr. Kälteresistent, stabile Moral und kann sich im Wald verbergen sind dann noch die normalen Fähigkeiten, die es da zusätzlich oben drauf gibt. Und weil die Moskauer Musketiere so wunderbar sind, rekrutiere ich auch gleich eine Einheit davon. Es gibt auch nur eine Einheit und die bleiben auch erstmal in Moskau. Interessanteste Einheit ist allerdings diese hier, die berittene Schützen, 80 statt 60 Mann bei der Kavallerie. Ganz gute Werte bei Präzision und Nachladen, schwache Nahkampfwerte bei einem recht hohen Angriffsbonus und dazu ein Garnisonsbonus. Eine ganz interessante Einheit. Ich möchte gleich mal, ich will überlegen, ob ich jetzt schon welche rekrutiere. Ich brauche sie jetzt noch nicht für irgendwelche Repressionsaufgaben und ich würde sie lieber dann rekrutieren, wenn es dann auf den höheren Stufen auch schon Erfahrungspunkte für die gibt, so wie hier. Ne? Da gibt es dann hier Erfahrungspünktchen, seht ihr. Also lasse ich erstmal bleiben, aber auf jeden Fall eine Einheit, die ich rekrutieren möchte. So 1 bis 2 davon pro Armee, das macht irgendwie schon Sinn. Ja, aber perspektivisch nehmen wir die mal mit auf und die Moskauer Musketiere, weil die einfach so classy sind, die nehmen wir jetzt schon mal. So. Reichlich Kohle ist übrig. Und ich investiere eben diese in, ich würde sagen, eine Aufrüstung der Verwaltungsstrukturen. Jawohl. Statt 5% Besteuerbonus und 1 Punkt bei Repression, 10% Besteuerungsbonus und 2 Repressionspunkte. Unsere Provinzen haben so einen durchschnittlichen Wohlstand von, was weiß ich, 1500. Das wären also immerhin 75 Goldstückchen mehr pro Runde, pro Provinz. Und wenn man das mal hochrechnet, auf alle 15 Provinzen sind da schon 1000 Goldstücke und mehr. Also ich baue jetzt mal die Verwaltung systematisch aus. In einigen Kommunen habe ich das ohnehin schon getan. Hier ist das Steueramt noch im Bau. Ich kann auch gleichzeitig die Opernhäuser mit ausbauen. Dann mache ich das so, genau. So, erstmal so. Und hier in Smolensk vielleicht noch. Und dann in den nördlichen Gebieten machen wir das in den nächsten Runden. Preußen braucht nochmal einen, würde ich sagen. Ach, du kannst gar nicht, du hast das schon gemacht. Dann brauchen die Franzosen einen, die leider Böhmen erobert haben. Also die brauchen jetzt mal wirklich einen. 62% ist die neue Chance und Pierre-Simon Laplace, mein Facharbeitsobjekt, wird jetzt mal gemeuchelt. Erfolgreich. Sehr geil. Eine Erfolgssträhne. Aber die wird sicherlich auch irgendwann vorbei sein. Aber das wollen wir natürlich nicht bestreiten. Gut, ich gehe weiter in die nächste Runde und wir gucken, genau, was passiert. So. Es wird nicht so viel passieren, außer dass sich unsere Kollegen weiter bewegen. Und unsere Verbündeten und Freunde irgendwas machen. Es werden gleich jede Menge Straßen in Südrussland fertig, die dann auch hervorragend aussehen aus der Vogelperspektive. Das sieht dann echt cool aus. Die machen sich echt bemerkbar im Landesbild. Unser Theater wurde gebombt. Das müssen Schweden gewesen sein oder Preußen. Merke ich mir auf jeden Fall. Aber normalerweise machen das nur wirklich Gegner. Also ich tippe mal auf die Franzosen. Ja, Schweden, Preußen, ich weiß es nicht. Okay, merken wir uns. Und wir bauen gleichzeitig weiter die Verwaltung aus. Litauen, Weißrussland, auch die Kulturgebäude bauen wir aus. Ihr seht, wir haben da noch einiges nachzuholen. Aufklärung, da sind andere noch über uns, obwohl wir jetzt bei Wirtschaft und Militär ganz mit vorne spielen. Auch sogar See mit vorne spielen, sogar die Ersten sind. Und insgesamt beim Prestige auch auf Platz 1. Aber wie gesagt, man kann davon nicht genug haben. Lieber noch ein bisschen aufrüsten. Ja, das wird dann noch später kommen. Und hier in Ingermanland. So. Und dann Estland-Livland ist Militär. Und da haben wir noch Mitau-Koland. Passt perfekt. Können wir aufrüsten. So, Schwarzes Meer. Ein weiteres Schiff. Und damit ist dann hier auch die Pelzflotte
vollendet. Kopfsteinpflasterstraßen überall in Südrussland. Und ihr seht es echt, das sieht dann wirklich gut aus dem All. Und macht sich auch bemerkbar. Auch bei der Reichweite der Leute hier. Und du musst noch zwei Rotten machen, ne? Genau. Dann bist du hier in Sofia. Haben wir auch bei den südlichen Universitäten schon jeweils einen Edelmann drin da. Das ist doch gut. Gericht in Rumelien, das bringt auch nochmal Kohle. Und ein Trockendock hier ebenfalls in Rumelien in der Stadt Burgas, eine Hafenstadt. Da könnten wir jetzt 80er Linienschiffe auch rekrutieren. Profit über 10.000 immer noch läuft. Gut. Und weiter geht's. Jawohl, ihr seht's, der konnte jetzt richtig weit laufen, dank der Kopfsteinpflasterstraßen. Nächste Runde ist auch in ganz Nordrussland. Die Kopfsteinpflasterstraße, der Standard. Dann sind wir bei der Infrastruktur wirklich sehr, sehr gut. Von Nullstraßen über die einfachen Straßen hin zu Kopfsteinpflasterstraßen bleiben dann noch die geteerten Straßen. Die aber lange dauern, weil sie mit 4.500 pro Straße echt teuer sind. Ja, in Nordrussland alles voller Straßen und dazu Gestüte. Ich baue hier in der Kleintaterei noch die Steuerämter zum Magistrat aus und ihr seht jetzt hier auch die Straßen hervorragend. Und hier wird, wie gesagt, investiert. Das ist ein schwedischer Edelmann. Und ich denke, in Riga baue ich jetzt auch hier den Militärstützpunkt weiter aus. Musketiere, oder die Moskauer Musketiere in Moskau, das passt doch schön. Die heißen aber nicht 10. Infanterieregiment, sondern die heißen Moskauer, ich nenne sie mal Wache, so finde ich lustig. Moskauer Wache. Noch irgendwas Besonderes? Das hatte ich schon aufgerüstet, ne? Jawohl. So. Gut. Knut. Dann wollen wir mal weitermetzeln. Der nächste und letzte französische Edelmann ist Joseph-Marie Jacquard. Der ist jetzt dran. Ja, erfolgreich und mörderisches Ungleichgewicht als neue Fähigkeit. Der Mann hat es einfach drauf beim Metzeln. Er tötet aus reinem Vergnügen und die Morde sind als politische Morde getarnt. Es wird ihm schwerfallen aufzuhören. Den müssen wir also gut bewachen. Damit er nicht durchdreht. So. Und hier sind jetzt die Preußen dran. 72% Georg Friedrich Hegel, ein lohnenswertes Objekt, will ich hoffen. Ja, weg ist der Hegel. Zack, hat auch nur 2 Sterne. Also sind die Preußen fast schon dankbar für, weil sie jetzt einen besseren Edelmann bekommen. So. Hier, 2, okay. Wenn man das jetzt tauscht. Das wäre sonst einen Versuch wert gewesen. Manchmal bleibt das dann ja so bei 6 Runden und die anderen hätte man dann auch bei 6 Runden statt in 7 Runden machen können. Gut. 2 Runden dafür eine Uni frei. Und zwar die Uni mit System. Ah ja, okay, dann kann man damit irgendwie, keine Ahnung, was erforschen. Und in 2 Runden haben wir dann nämlich auch die Fabrik. Guck. Ja, noch etwas Geld übrig. Etwas viel Geld sogar. Man könnte ja sparen für das hier. 5% Verstärkungsrate in ihren Regionen. Dann könnten wir nächste Runde schon das Minindenkmal bauen. Und da wir 10.700 erwarten, würde das auch genau passen. Weil jetzt kommt noch das hier zu, dann erreichen wir erst recht die nötige Kohle. 10.009, also fast 11.000. Wir haben jetzt 74 Fälle. A16, der Preis ist gleich geblieben. 4 Schiffe drauf positioniert. Sehr gut. Da ist jetzt Maximum erreicht. Und hier kommen noch 2 Schiffe für Kaffee. In Izmir und Kandil. Gut. Also, dann sind wir. Gehe ich jetzt weiter und baue nächste Runde dann das Mini-Denkmal. Ja, die kommen jetzt echt weit. Und er kommt an. Sehr schön. Frankreich erobert auch Tirol und es wird für Österreich jetzt echt eng. Ich will mir überlegen, ob ich Truppen schicke. Die Truppen aus Istanbul, Schrägstrich,
Huch, gar keine neuen Nachrichten. Das verwirrt mich jetzt so stark, dass ich vergesse, was ich sagen wollte. Die Truppen aus Istanbul und oder Balkan böten sich an. Benningsen ist, glaube ich, genau der richtige Mann dafür. Und diese Armee scheint mir auch schon recht stark zu sein. Wobei natürlich hier in Istanbul auch noch ein paar gute Truppen sind. Pass mal auf. Also, Benningsen, was hat er noch recht wenig? Ja, der hat von allem noch recht... Also eine Full-Stack-Armee muss es vielleicht gar nicht sein. Wäre aber besser. Also ich baue jetzt erstmal das Mini-Denkmal. Und ich habe die Idee, dass ich einfach hier abziehe aus Istanbul. Diese Poniatowski-Garde wollte ich gern bei Mikhail Kutuzov behalten. Aber wir können noch eine dritte Artilleriebatterie vielleicht abziehen. Nochmal Kavallerie und ein bisschen Infanterie. So. Oder vielleicht nochmal Grenadiere. So, 5 Einheiten als Verstärkung sind in 3 Runden schätzungsweise da. Und dann kann er sich Richtung Norden bewegen, um unsere österreichischen Alliierten zu unterstützen im Kampf gegen die Franzosen, die jetzt echt ein bisschen arg mächtig werden. Du hast hier alles weggemetzelt, dann geh mal direkt weiter Richtung Paris, Richtung Orléans, um genau zu sein. Erstmal nur infiltrieren, bitte. Ja, du bist aufgehalten, ich weiß. Geh einfach so hin. Forschung. Bleibt so. Sofia, Moment. Edine, Sofia, Mist. Ja, dann ist ja egal, wie rum. So. Wird er blockiert? Ich schicke ihn mal so vorsichtshalber weiter, damit er hier nicht von der Armee blockiert wird. Gut, passt. Rumänien. Oh, macht richtig Druck. Vielleicht kann man hier sogar was verscherbeln. Oh ja, da ist einiges, was man den verscherbeln kann. Für 2000. Freundschaftspreis. Ja, machen sie. Armutsgesetze für, sagen wir, 500 gleich hinterher. Dankeschön. Noch was? Nö. Das Geld? Ja, dann können wir damit direkt noch ein paar neue Truppen hier in Istanbul ausbilden. 3 Musketiere, das sollte erstmal reichen. Ich gehe noch kurz hierhin nach Magdeburg. Wir zerstören erstmal nochmal die Uni. 83%, hervorragend. Blockieren damit die preußische Forschung erstmal komplett für 3-4 Runden. Und dann sage ich, weiter geht's. Ja, jasses, das war weit. Gut, ein Edelmann in Moskau leider, der kommt Richtung Süden, je nach Edirne. Baubericht auf dem Balkan, wurde eine Garnison fertiggestellt. Ja. Die wir idealerweise direkt zur Drillschule weiter aufrüsten. Handelsschiff am Schwarzen Meer. Du gehst mal hier nach Izmir. Ach, wobei, du kannst dann auch direkt weiter. Ist auch egal. Und eins müsst ihr noch kommen. Matches System, hervorragend, und wir machen weiter mit, nee, nicht mit so einem Dattelkram, sondern mit den, oh, Aktiengesellschaften, das ist natürlich immer gut. Du hast auch einen Menschen, aber du Kuldigal hat, glaube ich, einen guten. Hier ist irgendjemand mit 4 Sternen, genau, da geht das eine Runde schneller. Vielleicht können wir die ja tauschen. 4, 4, ach Mist, dann aber du hast auch 4 Runden, so, dann können wir das so machen. Und du machst mal hier die Aktiengesellschaften, die bringen 10 Städtewohlstand pro Runde in allen Provinzen, 10% geringere Kosten für den Bau von Industriegebäuden und ermöglichen uns das Bankhaus. Eine ganz, ganz wichtige Sache. Auch die Dampfmaschinen sind wichtig, aber die kommen später nochmal. Das sieht soweit sehr gut aus. Dilettant beim Minister. Apropos Minister. Ladenbesitzer, Dilettanten sind meistens was Gutes. Jawohl, plus 1 auf Verwaltung. Jetzt haben wir eine ordentliche Mannschaft. Da brauche ich erstmal nicht mal gucken. Der ist richtig widerlich, der amüsante Schurke. Und, gut. Flotte, Handelsflotte, ja, die kommt dann weiter. So. Ohne Gefahr, wie ich hoffen will. Wir könnten hier aber schon mal in Burgas, ein dampfbetriebenes Trockenbau. Wir haben keine 120er Schiffe, wir haben nur diese ganz dicken Panzerschiffe und sowas. Deswegen baue ich hier dann schon mal 80er Linienschiffe.
2 Stück, um unsere Handelsschiffe zu bewachen. Vielleicht können wir sogar noch weiter ins Mittelmeer vorstoßen und zum Beispiel hier den Gewürzpunkt bei Valletta besetzen, Malta. Das wäre natürlich eine interessante Idee. Gut.